Skoda erneuert sein Flaggschiff. Die dritte Generation des Superb soll ab Juni 2015 nicht nur dem VW Passat Konkurrenz machen. Auch Audi, BMW und Mercedes haben die Tschechen im Visier. Zur zweiten Superb-Generation griffen bislang 560.000 Kunden weltweit. Allein in China waren es 200.000. Skoda-Chef Winfried Wahland gibt sich mit Blick auf den künftigen Superb sehr selbstbewusst. Das neue Modell ist der beste Skoda aller Zeiten und markiert den Beginn einer neuen Ära. Herausragendes Merkmal des Skoda Superb war bislang das üppige Platzangebot. Hier setzt die dritte Generation noch einen drauf. Die Länge wächst um knapp 3 cm auf jetzt 4,87 Meter. Die Breite legt um rund 5 cm auf 1,86 Meter zu. Der Radstand steigt um 8 cm auf 2,84 Meter an. Damit übertrifft der Superb seinen Konzernbruder VW Passat deutlich. Er ist 10 cm länger. Damit nicht genug. Der Superb wird noch mehr zum Chauffeursauto. Sowohl die Kopffreiheit als auch die Ellenbogenbreite steigen. Die hintere Kniefreiheit beträgt 15,7 cm. Ein Extra, das man eher aus der Mercedes S-Klasse kennt, ist der elektrisch vom vorn verstellbare Beifahrersitz. Für zusätzlichen Komfort soll das komplett neue Fahrwerk mit Mehrlenker-Hinterachse sorgen. Wahrhaft gigantisch geht es im neuen Superb aber nicht nur in der zweiten Reihe zu. In den Kofferraum passen künftig 625 Liter Gepäck. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1760 Liter. Die Öffnung der Heckklappe ist 1,17 Meter lang und 1,08 Meter breit. Nicht nur das prädestiniert den Superb für den Möbelhausbesuch. Wird die Lehne des Beifahrersitzes umgeklappt, passen bis zu 3,10 Meter lange Gegenstände ins Fahrzeug. Apropos Klappe. Die bisherige Superb-Lösung, bei der je nach Knopfdruck ein kleiner Deckel oder die gesamte Klappe öffnete, ist Vergangenheit. Die Limousine weist nun einzig und allein eine große Fließheckklappe auf. Sie öffnet und schließt auf Wunsch elektrisch. Optional gibt es ein System, das per Fußbewegung unter dem hinteren Stoßfänger den Kofferraum öffnet. Wem das gigantische Gepäckabteil der Superb-Limousine nicht reicht, der muss sich gedulden, denn es wird auch wieder einen Kombi geben. Die Anzahl der möglichen Extras ist enorm. Im Angebot sind eine Sitzheizung vorne und hinten, ein Stauassistent, eine automatische Parklenkhilfe für Längs- und Querlücken, eine 3-Zonen-Klimaautomatik, eine adaptive Fahrwerksregelung oder auch ein LTE-Internetzugang. Das größte Radionavigationssystem weist einen 8 Zoll Touchscreen auf. Ein besonderes Superb-Detail ist seit der ersten Neuauflage von 2001 das Regenschirmfach in der linken Hintertür. Nun gibt es zwei Regenschirme, die in den Vordertüren stecken. Abtropfendes Wasser fließt über eine Ableitung ab. Das Motorenangebot besteht im neuen Superb zunächst aus 5 Benzinern und 3 Dieseln. Die Benziner leisten zwischen 125 und 280 PS. Die Dieselpalette reicht von 120 bis 190 PS. Als sogenannte Greenline-Variante soll der kleinste Selbstzünder ab Ende 2015 mit nur 3,7 Liter Sprit auskommen und 95 Gramm CO2 emittieren. Am anderen Ende der Fahnenstange ersetzt der 2.0 TSI mit 280 PS den bisherigen 3,6 Liter V6, der es auf 260 PS brachte. Das neue Top-Aggregat wird immer mit 6-Gang DSG und Allradantrieb ausgeliefert. In 5,8 Sekunden werden 100 km/h erreicht, bei 250 Sachen wird abgeriegelt. Zu den Preisen der neuen Superb-Limousine äußert sich Skoda noch nicht. Bislang starten sie bei 24.290 Euro. Sehr wahrscheinlich wird man knapp unterhalb der 25.000 Euro Schallgrenze beginnen.